Wegen Vorwürfen von Geldzahlungen aus Aserbaidschan hat der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Hauptmann sein Mandat abgegeben. Damit verliert die Union den dritten Parlamentarier innerhalb von wenigen Tagen. Hauptmann weist die Vorwürfe gegen ihn allerdings zurück. Zuvor waren die Unionsabgeordneten Löbel und Nüßlein aus ihrer Fraktion ausgetreten. Nüßlein allerdings will sein Mandat noch weiterhin behalten. Sprechen wir darüber. Daniela Will, die ist vom Kanzleramt zugeschaltet. Daniela, das ist jetzt der dritte Abgeordnete, der Union von der Fahne geht. Heißt das, die Frist, die da für morgen Abend gesetzt wurde, die wirkt? Ja, das kann man wohl so sagen. Es soll ja eine Ehrenerklärung unterzeichnet werden bis morgen Abend 18 Uhr. Und das ist natürlich erstmal nur ein moralischer Appell, muss man sagen. Also das ist nicht rechtlich bindend. Und trotzdem sollen die Abgeordneten aus der Union mit ihrer Unterschrift erklären, dass sie sich sozusagen nicht bereichert haben in der Pandemie. Und jetzt geht es bei diesem Abgeordneten, von dem du gerade berichtet hast, Marc Hauptmann aus Thüringen, um zweierlei Dinge. Also zum einen ist er da jetzt offensichtlich in den Fokus geraten, weil auch er bei der Vermittlung von Kontakten in Bezug auf die Bestellung von Masken eine Rolle gespielt hat. Er hat selbst erklärt, er habe damals, also zum Beginn der Pandemie, als eben in seinem Wahlkreis auch die medizinische Schutzausrüstung knapp war, von einem Frankfurter Unternehmen den Kontakt vermittelt, aber er habe in keinster Weise da finanziell davon profitiert. Und deswegen kritisiert er eben auch stark, dass er jetzt in einem Atemzug genannt wird mit Georg Nüßlein oder eben auch mit Nicolas Löbel, und hat eben gesagt, der Druck auch auf ihn und seine Familie, die Anfeindungen, die seien so groß geworden, dass, obwohl er eben diese Anfeindungen und Vorwürfe von sich weist, er jetzt trotzdem sein Mandat niederlegt. Und dann ist da eben noch diese zweite Geschichte mit Aserbaidschan. Das ist eigentlich etwas ganz anderes. Und zwar ist es so, dass er auch gleichzeitig Herausgeber eines lokalen Papiers, eines Lokalblattes in Thüringen ist. Und da soll er eine Werbeanzeige für einen Urlaub in Baku, also in Aserbaidschan, geschaltet haben. Und dafür soll er auch mehrere 10.000 Euro von der aserbaidschanischen Regierung bekommen haben. Auch diese Vorwürfe weist er aber bislang von sich. Ein Geschmäckler hat es offenbar trotzdem, sonst hätte er sein Mandat nicht niedergelegt. Daniela, für den Augenblick erstmal vielen Dank für diese Einordnung vom Kanzleramt.